Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview hier von der Invest in Stuttgart. Mein Name ist Sebastian Nettes für Finanztrends und bei mir steht Herr Rauscher, Jakob Rauscher. Hallo, schön, dass Sie Zeit für uns hatten. Hallo, Tag. Sie sind für YouStation hier. Was genau machen Sie mit YouStation? Also wir versuchen ein Stück Nachhaltigkeit auch darzustellen. Das heißt, unser Gedanke war, den Verkehr aus den Innenstädten und aus den Wohngebieten etwas rauszubekommen. Vor allem von den Paketdienstleistern. Das war mal der Grundgedanke. Weil in Deutschland stellen die großen DHL und Amazon stehen ihre Boxen auf, die sie aber nicht für irgendjemand freigeben. Also ich sage mal so, wenn die Politik hergehen würde und würde den Teil staatseigenen Betrieb DHL sagen, eure Boxen müssen für alle sein, dann wird es uns nicht geben, dann müsste es uns nicht geben. Aber so haben wir in Deutschland etwa 20 Paketdienstleister und 18 fahren weiterhin in die Wohngebiete rein. Was unterscheidet denn im Grunde genommen Ihr Modell von den klassischen Paketboxen, die auch die DHL anbietet zum Beispiel oder auch mittlerweile, ja, wie Sie schon angedeutet haben, Amazon? Warum sehen Sie in Ihrem Geschäftsmodell die Zukunft und was ist der große Unterschied? Weil wir alle bedienen. Das heißt, wir haben ein System entwickelt, wir gehen her und eröffnen ein Depot. Das müssen Sie sich vorstellen wie ein Hermes-Shop jetzt. Ja? Und um dieses Depot gruppieren wir 6 Paketstationen. Und Sie nehmen das Depot als Lieferadresse. Sprich, wir zwingen DHL, Hermes und alle, ihre Pakete dorthin zu bringen, ob sie wollen oder nicht. Das ist genau das Gleiche, als ob sie den Ablageort, die Mülltonne neben dem Eingang nehmen. So ist halt dieses Depot. Und damit bedienen wir alle Boxen mit allen Dienstleistern. Sie sind jetzt heute hier mit Ihrem Unternehmen auf der Invest. Warum ist ausgerechnet die Invest für Ihr Unternehmen so wichtig? Weil wir natürlich Investoren suchen. Wir haben die ersten 20, 30 Paketstationen in Eigenregie finanziert. Aber um das Ganze groß zu machen, brauchen wir auch Investoren. Und dieses Modell stellen wir vor, der Investor kauft sich eine Box. Die wird finanziert momentan über Werbeeinnahmen. Über der Box werden Werbepanels, LED-Panels, sehr hochwertige aufgestellt. Und die Werbung finanziert die Box. Und somit hat der Investor eine Rendite, eine fixe monatliche Miete. Das ist eine Verdoppelung in 10 Jahren seines Kapitals, also so 7% vor Steuern. Und es ist steuerlich absetzbar. Wie hat sich das Kundenverhalten denn generell in der Paket- und Lieferbranche in den letzten Jahren geändert? Das ist ja ein zukunftsorientierter Gedanke, den Sie da anführen. Ja, das versuchen wir. Vor allem, weil wir ja nicht nur Paketboxen anbieten, sondern diese Box ist ja offen für jeden. Ja? Wir stellen Paketboxen beim Edeka-Händler, genauso wie vielleicht DHL bei Lidl, nur dass bei uns der Edeka-Händler die mitnutzen kann. Wir haben ein System entwickelt, das nur über Handynummern funktioniert. Unser Edeka-Händler zum Beispiel nimmt morgen über WhatsApp die Bestellungen seiner Kunden auf für nicht verderbliche Lebensmittel und legt die rein und der Kunde kann es abends um 10 kann er seinen Rotwein noch rausnehmen und mit nach Hause nehmen. Ja, das ist die Zukunft, gerade in den Städten, wenn man sich überlegt, was sich da getan hat. Startups, die sogar den Einkauf für jemanden erledigen. Man kann sich Essen rund um die Uhr liefern lassen und alles. Im Endeffekt kann man sagen, die letzten Jahre boomt E-Commerce wie nie zuvor und der Boom hört auch nicht auf. Es ist nicht abzusehen, es wird eher steigen. Wie wirkt sich dieser Boom oder wie, anders gefragt, wie beflügelt dieser Boom Ihr Geschäft? Ja gut, der Umsatz wird halt höher. Ja? Wenn Sie überlegen, dass solche Paketdienste Ihren Shops zwischen 25 und 65 Cent bezahlen, dann können Sie sich vorstellen, wie die früher, das waren Zusatzeinnahmen, ja, vielleicht mal da ein 100 oder da mal 200 Euro. Diese Shops können jetzt mittlerweile so ausgebaut werden, dass sie auch von den Paketumsätzen leben können. Ja. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Was wird sich in dem Paketgeschäft in den nächsten 10 Jahren verändern? Was denken Sie? Ja gut, das ist natürlich weit in die Zukunft geblickt, weil man muss ja sehen, was jetzt alles passiert in den letzten Jahren. Ja. Es wurde durch Corona natürlich angekurbelt. Ich denke, die Welt in Zukunft ist auch anders. Wenn wir uns nur vorstellen, dass vielleicht die Schweinegrippe und die Vogelgrippe jetzt nach Corona kommen würde, dann hätten wir wahrscheinlich ganz andere Maßnahmen zu erwarten. Und das spielt natürlich alles zu dem Trend Online-Bestellung, Online-Handel rein. Ja, Sie haben die Pandemie gerade schon angesprochen. Generell leben wir zurzeit in bewegten Zeiten. Also die Pandemie ist immer noch nicht ganz abgeschlossen. Man weiß nicht, wie wird der Winter. Dann haben wir eine geopolitische Krise in der Ukraine zurzeit. Die Rekordinflation. Wie wirkt sich das auf Ihr Geschäft aus?
Also das wirkt sich natürlich in erster Linie durch die Lieferketten aus. Ja. Unsere Boxen sind vollständig aus Aluminium. Es ist nicht mehr so einfach, Touchscreens zu bekommen. Nicht mehr so einfach. Wir haben jetzt kurzfristig 4 LED-Panels gebraucht. Die Häfen in China waren zu. Wir mussten das mit Luftfracht kommen lassen. Und wenn man sich dann vorstellt, ein Panel kostet 900 Euro, nur dass man mit Luftfracht das hierher bekommt, können Sie sich vorstellen, dass es sich natürlich auf die Preise auswirkt und auf das Geschäft. Was erhoffen Sie sich in den nächsten Jahren von der Politik in dem Zusammenhang? Dass sie vielleicht die Nachhaltigkeit auch mal unterstützen und leben. Das, was ich anfangs schon gesagt habe. Politische Entscheidungen könnten uns überflüssig machen. Aber dadurch, dass wir eben multifunktional sind, also wir haben auch unsere Boxen vor Behörden stehen, für nicht sensible Daten übergeben, weil auch da braucht man seit Corona Termine. Einen Bauantrag muss ich nicht persönlich abgeben, den kann ich über so eine Box steuern. Die Wirtschaftsinstitute haben weltweit schwache Prognosen abgegeben für 2022 und 2023. Also man kann damit rechnen, dass die Wirtschaft sich nur sehr schleppend weiterentwickeln wird. Was ist da Ihre Hoffnung einerseits, Ihre Vermutung für 2022 und 2023 und was bedeutet das für Ihr Geschäft? Also meine Vermutung ist einfach, dass diese Prognosen genauso wieder 5-mal im Jahr revidiert werden, wie sie sind. Weil keiner, und sei er noch so wirtschaftsweise, kann momentan sagen, was morgen ist. Weil wir sind in einer schnelllebigen Zeit und was im Herbst kommt mit Corona, wie der Krieg weitergeht, ob noch andere Länder hereingezogen werden. Wir machen unser Geschäft im Kleinen und versuchen, unseren kleinen Beitrag zu leisten. Und ich denke, dass unser Modell und vor allem unsere Software, die wir selber entwickelt haben, zukunftsfähig ist und auch in Zukunft funktionieren wird. Zu guter Letzt noch eine privatberufliche Frage. Wir sind ja hier auf der Invest, das heißt, es gibt viele Privatanleger und das interessiert auch immer unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Wie stellen Sie in dieser unruhigen Börsenzeit Ihr eigenes Depot auf? Welche Strategie verfolgen Sie? Das fragen mich viele Bekannte, weil ich bin seit 36 Jahren in dieser Branche, befasse mich mit Sachwerten. Sachwerte werden sicher in dieser Zeit so gefragt sein wie nie. Ja? Aber auch, ich brauche ja auch gewisse Bargeldreserven und so weiter. Nur ich würde sie momentan nicht unbedingt in Euro halten, sondern ich bevorzuge in dem Bereich Schweizer Franken bedingt oder norwegische Kronen. Und wenn man sich da vernünftig aufstellt, ein bisschen Silber. Und dann kommt man, glaube ich, ganz gut durch. Ja, Herr Rauscher, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war ein sehr interessantes Interview. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und viel Spaß auf der Invest. Danke. Okay.